Das ist super. Wir haben gerade einen Keil zwischen Bloom und das FBI getrieben. Das FBI muss das Volk im Glauben lassen, dass es für seine Interessen arbeitet. Wenn die zu eng mit Dushan verbandelt sind, trifft jeder Treffer gegen ihn auch sie. Und sie wissen, dass wir ihn weiter angreifen. Meinst du, das FBI hält sich jetzt zurück? Vorerst. Davon gehe ich aus. Ich hasse diesen Scheiß. Warte kurz. Worauf warten? Ich hatte auf sowas wie eine dramatische Enthüllung gehofft, aber mein Timing ist... Eine Galilei-Rakete. Na und, Mann? Ja, also genau diese Galilei-Rakete ist Nummer 4. Und die Satelliten, die an Bord sind, alle von Bloom. Oh, scheiße, Mann. Ja. Jetzt wird's interessant. Mhm. Diese Satelliten schaffen eine Menge Daten aus unserer Reichweite. Der nächste Level im Spiel, mein Freund. Ihr wolltet eure Chance, Bloom zu treffen. Tja. Und das wäre ein Treffer voll ins Herz. Hast du etwa vor, ein hübsches kleines Extra beim nächsten Satellitenstart mit in den Orbit zu schicken? Du bist echt total abgedreht, Mann. Nicht von dieser Welt, Baby. Heilige Scheiße. Du fährst. Ja. Yeah. Marcus, komm schon, Alter. Da steige ich nicht ein. Lass mich beim Hackerspace raus. Ich schaue mir an, was wir zu Galilei wissen und lutze dich dann durchs Gebäude. Wenn das funktioniert, sehen wir Blooms Serverfarm aus der Marsianer-Perspektive mitsamt all den süßen, saftigen Daten darin. Eine große Firma wie Bloom muss im ganzen Land Serverfarmen haben. Tja, mit etwas Glück hacken wir eine Farm und finden von dort aus die anderen. Wir haben so lange versucht, an Silicon Valley dran zu bleiben. Ich will, dass DadSec auf Augenhöhe mitspielt. Wir haben so viel unternommen und wissen trotzdem nicht genau, was Dushan vorhat. Meint ihr, wir finden Schwanzbilder? Hast du etwa unser Gespräch mitgehört, Sitara? Mit einem Schwanzbild von Dushan in den Händen hätten wir das ultimative Druckmittel. Ja, vor allem wenn er klein oder voller Warzen ist. Leute! Wie ich ihn kenne, hat sein Schwanz bestimmt seinen eigenen Männer-Dutt. Mann! Pferdeschwanz. Wie geil, wie geil. Ha, ich bin Master Schwanz. Ich trage nur Lederkondome. Ja, ich war schon unbeschnitten, bevor es cool war. Was für ein Kindergarten. Okay, sonst wird Papi noch böse. Ruf an, wenn du bei Galilei bist. Da ist ein Satellit, der auf dich wartet. Mich und einen deiner magischen Clipper-Chips. Magisch, ja. Clipper-Chip? Ich helfe dir gleich. Hättest du dir das je träumen lassen? Ehrlich? Ich wusste nicht, dass das überhaupt möglich ist.
Rayman, eins muss ich dir sagen. Ich habe immer voll auf Raketen gestanden. Als Kind ging da nichts drüber. Mach dir bloß nicht in die Hose, Mann. Ich habe gehört, welche Maßnahmen Galileo ergreift, um sein geistiges Eigentum zu schützen. Ein falscher Schritt und du hast einen Haufen Probleme. Wir haben jetzt schon ein Weilchen einen Haufen Probleme. Dann sag mal, was ich bei Galileo machen muss. Halt deine Habaneros fest. Ich lade einen Bauplan des Gebäudes runter. Sag Bescheid, wenn du da bist. Yo, Marcus. Soll ich dir beim Fahren was vorsingen? Ich hab ein Radio-Wrench. Trotzdem danke. Yo, T-Bone. Soll ich dir beim Hacken was vorsingen? Fahr schneller, Marcus. Notruf. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Sieht nach einem Notfall aus. Schicken Sie ein paar Fahrtens, wenn noch welche frei sind. Wir haben Sie per CTOS lokalisiert. Alles klar, T-Bone, ich bin da. Ich habe den Gebäudeplan vor mir liegen, aber von hier aus bin ich blind. Könnte dich durchs Überwachungssystem zuschalten. Es gibt einen kleinen Checkpoint, der zum Gebäude führt. Das Kameranetzwerk läuft dort durch. Mal sehen, was sich machen lässt. Bitte bleiben Sie ruhig.
Ich kann sehen. Es ist ein Wunder, Marcus. Hervorragend. Hältst du mir den Rücken frei? Dein Rücken, deine Front und beide Seiten, Bro. Super. Willkommen bei Galilei. Von hier aus musst du zum Reihenraum gehen. Er ist umgebungsüberwacht. Voller empfindlicher Ausrüstung, also versuch nichts anzufassen, ja? Was ist denn im Reihenraum? Der Chip, den ich dir gegeben habe, nützt ohne Mobo nichts. Wenn ich das hier richtig lese, sind die Dinger, die wir brauchen, da drin gelagert. Ja, aber... Scan abgeschlossen. Das ist... Was? Nein! Okay, das ist schräg. Was? Vielen Dank für Ihre Geduld. Oh, Baby! Lass bloß die Hosen an, Marcus. Da wimmelt es nur so von Laserfallen und Typen mit Knarren. Tut mir leid, aber ich werde hier für einen Moment von Tatsachen sprechen. Wenn du also Kinder bei dir hast oder sensibel gegenüber Kraft ausdrücken bist, hör dir besser eine meiner anderen Aufzeichnungen an. Okay, also. Können wir darüber reden, wie beschissen Raum ist? Mal im Ernst. Die Leute wollen die Finanzierung unseres Bereichs stoppen und mehr Geld dafür ausgeben, unseren eigenen Planeten zu zerstören, ohne Fluchtplan. Und was ist unsere einzige Möglichkeit zur Flucht? Raum! Wir sind die Spitze der Evolution auf unserem Planeten. Eine undenkbar komplizierte biologische Maschine, die ihre eigenen Maschinen schaffen kann, und wir konzentrieren uns mehr darauf, Wege zu finden, uns selbst effizienter zu töten? Dein Ernst, Erde? Reiß dich mal zusammen! Eine meiner Hauptphilosophien bei Galilei ist es, realistisch zu sein. Genug geträumt. Es zählt. Wir sind es leid, unseren Kopf zu schütteln und nett zu tun. Wir werden das Raumproblem lösen. Und wir werden Sie mit ins Boot holen. Hallo, setze meine Patrouille fort. Es ist alles in Ordnung. Ich führe Routinepflichten aus. Status alles sicher. Nichts zu vermelden. Thanks.
Gefällt dir dein Spielzeug? Mann, ich vergesse immer, dass du mich sehen kannst. Gruselig. Ich sehe dich und die Wachen, die im Erdgeschoss lauern. Weiche ihnen mit Hilfe des Krans aus. Systeme laufen normal. Hallo, setze meine Patrouille fort. Ich führe Routinepflichten aus. Setze meine Patrouille fort. Alle Systeme laufen normal. Alles. Sorry, Kumpel. Diese Operation erfordert Hände. Deine Hände. Alles gut, krieg ich hin. Magischen Non-Clipper-Chip in der Rakete und ding, Fritten sind gar. Die Drohne wird das Board nicht halten können. Ach, Mist, hätten wir doch jemand mit funktionierten Händen da.
Touché. Ja, ich habe gehört, dass unsere Raketen eine Botschaft von der Erde enthalten. Erinnerst du dich noch an die goldene Schallplatte auf der Voyager-Sonde? So soll es ähnliches sein. Aber über den Inhalt der Nachrichten ist nichts bekannt. Nein, ich habe sie nie gesehen, aber so wie ich diesen Haufen kenne, ist das ein interplanetarer Handlungsaufruf. Gut möglich, dass da niemand draußen was mit einer völkermordenden Selbstmordspezies wie uns zu tun haben will. Nichts zu vermelden. Systeme laufen normal. Wie geht's dir so? Ich führe Routinepflichten aus. So? Hallo, setze meine Patrouille fort. Status alles sicher. Setze meine Patrouille fort. Ich führe Routinepflichten aus. Hey! Der Typ hat hier nichts verloren! Alarm wegen eines möglichen Ziels in ihrer Nähe. Over. Zielperson ist ein Hacker. Okay, wo liegt der Musikantenknochen? Genau, wo liegen die Weichteile? Hey Ray, meinst du, ich kann jetzt Raketenwissenschaftler in meinen Lebenslauf schreiben? Für wen hältst du mich, dein Bewerbungscoach? Erledigt. Ja, wunderbar. Und jetzt verschwinde da. Hallo, Mensch. Hey, Mann. Gestatten Sie, dass ich Sie scanne? Sie
raushauen. Aber so eine Isolation ist nicht gut. In einer Pause habe ich... Aha. Und so, Kinder, verwandt man einen Satelliten. Hier wartet ein ganzer Sack Kekse auf euch. Es dauert noch ein Weilchen, bis die Rakete startbereit ist. Wir rufen dich, wenn's soweit ist. Bis dahin, kauf dir doch was Hübsches. Oder nicht? Ja, ist mir egal, was du machst. PS, es gibt keine Kekse. Ja.